Mein heutiger Gast im Dialog ist Oscar Lafontaine. Eigentlich braucht man sie nicht vorzustellen. Trotzdem, was so schön ist, einst Kanzlerkandidat der SPD, Parteivorsitzender der SPD, dann Gründer der Linken und Parteivorsitzender der Linken. Herzlich willkommen bei Phoenix. Was empfinden Sie denn beim gegenwärtigen Zustand der SPD? Ja, Trauer, denn einmal fühle ich mich der SPD natürlich lebenslänglich verbunden. Zum anderen muss ich das politisch bewerten. Wenn die SPD immer schwächer wird, werden die Möglichkeiten, soziale Gerechtigkeit durchzusetzen, immer geringer. Also Trauer und auch politisch Enttäuschung, dass die SPD aus den Fehlern nicht lernt. Sie muss ja auf keinen Kommentator hören, auf keinen früheren Parteivorsitzenden. Aber sie sollte auf die Wählerinnen und Wähler hören. Und das ist das Erstaunliche. Obwohl die SPD immer wieder Wahlen verliert, ändert sie ihre Politik nicht. Jetzt werden natürlich viele SPD-Mitglieder sagen, der Oscar Lafontaine soll bloß ruhig sein. Der hat doch den Niedergang der SPD erst ausgelöst. Das sehe ich natürlich ganz anders. Ich antworte dann kurz. Ich bin aus der Partei ausgetreten, aber im Programm geblieben. Ihr seid aus dem Programm ausgetreten und in der Partei geblieben. Das ist meine Antwort und das ist ja auch des Pudels Kern. Mit einem Programm, wie wir es noch 98 vertreten haben, würde die SPD heute in jedem Fall deutlich über 30% Zustimmung haben. Überlegen Sie auch manchmal, wenn ich nicht rausgegangen wäre, weitergekämpft hätte für meine Position, sähe es dann heute vielleicht ganz anders aus? Selbstverständlich überlege ich das manchmal. Das ist ja klar, es wäre ja gelogen, das nicht zuzugeben. Was wäre besser gewesen? Nun habe ich mich so entschieden. Bis zum heutigen Tag hat die SPD ja nicht verstanden, was die Kandidatur 2005 bedeutet hat. Sie hat bedeutet, dass es nach der Wahl eine deutliche linke Mehrheit noch gab, in Anführung. Und zwar gelang es uns ja damals, Wählerstimmen zu werben, die von der SPD überhaupt nicht mehr erreichbar waren. Aber die SPD war nicht bereit, diese deutliche Mehrheit zu nutzen. Jetzt verstehe ich ja, oder Ihre Kritik an der SPD, die geht ja im Wesentlichen immer in dieselbe Richtung, zu sehr neoliberale Agenda-Politik. Und dagegen setzen Sie Ihre Alternative mit der Linkspartei. Nur, wenn Sie recht haben mit Ihrem Kurs, wieso ist die Linke da nicht stärker? Also eine 9%-Partei, so viel hatten Sie bei der letzten Bundestagswahl, ist ja keine Alternative zur Volkspartei SPD. Das ist richtig. Und zunächst einmal, dass es möglich ist, mit einem solch klaren linken Programm viel mehr Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen, zeigt Corbyn in England. Das ist der Beweis, dass das funktioniert. Gut, einen kleinen Einwand müssen Sie mir gestatten. Okay, Corbyn ist eindrucksvoll. Aber das, was Corbyn wirklich erreicht hat, war eine knappe Niederlage gegen die Konservativen gewonnen, hat auch der noch nicht. Das ist richtig, aber er hat eben eine Labour Party aufgerichtet, die in ähnlichem Zustand war wie die SPD. Wir haben zum Beispiel ein Problem, das ich von Anfang an gesehen hatte. Wir werden immer noch assoziiert mit der ehemaligen PDS und damit eben auch mit der SED. Das wird ja auch journalistisch gegen uns immer wieder verwandt, indem da steht Nachfolgepartei von und so, obwohl wir heute eine ganz andere Partei sind. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, den Fehler hat Corbyn in dieser Form nicht gemacht, dass wir eben den Eindruck erwecken, teilweise, wir wären für eine verstärkte Zuwanderung. Und das ist natürlich in einer Situation, in der der Sozialstaat abgebaut wurde, ist das eben von denen kaum zu verstehen, die eben von Sozialabbau betroffen sind. Die Alternative ist die traditionelle SPD-Politik. Also anstatt Milliarden hier auszugeben, sie auszugeben für die Verbesserung der Lebensumstände in den Lagern und in den Hungergebieten. Aber ich muss hier einräumen, es gelingt mir nicht, Teile meiner Partei davon zu überzeugen, dass man mit 100 Euro etwa in der Sahelzone viel mehr bewirken kann als mit 100 Euro hier. Ja, wenn Sie das schon anmerken, dann würde ich das gerne ein bisschen vertiefen. Ich habe da ja mehrere Zitate von Ihnen gefunden. Ich greife jetzt mal eins raus. Schlüssel für den Rechtsruck der Einkommensschwachen ist die verfehlte Flüchtlingspolitik. Dann frage ich Sie mal, was wäre denn eine richtige Flüchtlingspolitik? Eine richtige Flüchtlingspolitik wäre, und das ist auch das Ergebnis der Migrationsforschung, es gibt ja viele Bücher, die erschienen sind, dort zu helfen, wo die Hilfe am wirkungsvollsten ist, also etwa jetzt, was den Vorderen Orient angeht, in den Lagern dort. Und da zeigt sich auch der Fehler der deutschen Flüchtlingspolitik. Die haben das ja mitgemacht, dass man die Ration von einem Dollar am Tag
auf einen halben runtergesetzt hat. Es war kein Geld mehr da. Mhm. Und die Millionen haben sich gefragt, was machen wir jetzt? Und sie brachen dann unter anderem auf, auch nach Deutschland. Auf jeden Fall sagt die Migrationsforschung, dort könnte man auch im Sinne der Integration am besten helfen, weil man dort den Flüchtlingen die Möglichkeit geben könnte, ein selbstbestimmtes Leben wieder aufzubauen. Hier kennen wir die Probleme alle. Und die Probleme sind ja, wie man sieht, nicht gelöst, weil viele Voraussetzungen nicht da waren. Es fehlten die billigen sozialen Wohnungen, es fehlen auch die Arbeitsplätze, die Integration kommt nicht voran. Selbst der Bund hat ja kaum Flüchtlinge beschäftigt. Das ist ja beschämend, was da geschehen ist. Also ich glaube, es sind 27 oder so, die beim Bund beschäftigt sind. Da sieht man, dass auch die Kanzlerin ungeeignet war, dieses Problem anzugehen, weil sie überhaupt keine Vorstellung hatte, wie das Problem zu lösen wäre. Aber entscheidend ist, man kann eben nur in begrenztem Umfang helfen. Auch das ist schwer eben durchzusetzen in bestimmten Diskussionen, also die Leute davon zu überzeugen. Alle wollen gern unbegrenzt helfen, geht aber nicht. Also muss man sich entscheiden. Ich sage, dort helfen, wo die Hilfe am wirkungsvollsten ist. Also ich sage, ehe ich jetzt hier Leute sehr aufwendig unterbringe und bewirte, helfe ich in den Hungergebieten und dort, wo die Kranken sind. Das ist meine Überzeugung. Ja. Das ist auch linke Politik überhaupt. Ja. Da wird Ihnen zunächst mal niemand widersprechen, wenn man sagt, man muss vor Ort helfen. Wo die Debatte ja drüber sehr heftig darüber geht, ob man begrenzen muss, wie viele nach Deutschland kommen, ganz konkret, ob es eine Obergrenze geben sollen. Was ist denn da Ihre Position? Ja gut, da wird ja alles immer durcheinander geworfen. Darunter leidet die ganze Diskussion. Bei Asyl sagen wir selbstverständlich, Asylrecht muss gelten. Das heißt, da gibt es keine Obergrenze. So, aber es kommt natürlich dazu, dass natürlich nicht nur Deutschland allein die Verpflichtung hat, eben Leute, die politisch verfolgt sind, aufzunehmen. Das Zweite ist, Bürgerkriegsflüchtlinge, wenn die kommen, vor den Bomben fliehen, dann sagt auch keiner, wir setzen die Genfer Konvention außer Kraft. Aber die setzt ja genauso voraus, dass alle beteiligten Länder Hilfe anbieten. Das Problem ist die sogenannte Armutswanderung. Mhm. Und da ist meine Antwort die, man soll eben vor Ort helfen, weil man dort am meisten hilft. Jetzt gibt es ja nicht wenige, die Ihnen vorwerfen, in der Flüchtlingsfrage ist die Position von Oskar Lafontaine, Ihre Frau Sarah Wagenknecht hat eine ähnliche Position, nicht weit von der AfD. Ja, das ist ein dummer Vorwurf, weil die Position, was mich angeht, die vertrete ich schon seit Jahrzehnten, kann ich sagen. Da kannte noch kein Mensch die AfD. Die AfD ist ja deshalb nur groß geworden, weil die sogenannten etablierten Parteien so taten, als wäre das alles kein Problem und alle Probleme am Anfang schlicht ignorierten. Ich will ein weiteres neben Wohnungen und Arbeitsplätzen nennen, das sind die Schulen. Und da sieht man ein echtes Problem, etwa vor Ort, wenn man das sich ansieht, in den Gebieten, wo die Leute wohnen, die nicht viel Geld haben. Da treffen sie auf Klassen, wo also über die Hälfte Kinder sind mit Migrationshintergrund und wo die Lehrer sagen, wir kommen nicht mehr zurecht. Wir brauchen zusätzliche Kolleginnen und Kollegen, die sind aber nicht da. Und dort, wo eben dann die sogenannten akademischen urbanen Schichten sind, die gebildeten Schichten, ja, da taucht das Problem nicht auf. Und da sieht man, dass diese Leute die Fähigkeit verloren haben, sich in die Lage derjenigen zu versetzen, die eben nicht so viel Geld haben, muss man ganz einfach zu sagen. Ja. Ich versuche mal zu verstehen, was Sie sagen. Wir haben folgende Situation. Ist das so schwer? Naja, ich versuche die Dimension zu erkennen. Ja. Also wir haben 1998, hat die Linke in Deutschland 52% der Stimmen geholt, bei der Wahl 2017 38. Und zwar alle drei linken Parteien zusammen, SPD, Linke und Grüne nur 38%. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, einer der Schlüssel, warum die Linke insgesamt in Deutschland so viel verloren hat, ist, dass die Leute nicht mehr verstehen, wie die Leute denken, insbesondere in der Flüchtlingsfrage. Ja sicher. Ja. Gut, dann würde ich gerne... Also die Leute muss man unterscheiden. Ich will sagen, also uns beiden brennt das Problem wahrscheinlich nicht auf dem Nägel und vielen, die in ähnlicher Lebenssituation sind wie wir auch. Aber eben diejenigen, für die wir vorgeben, uns einzusetzen, denen brennt es auf den Nägeln. Ja. Und man darf deren Situation nicht zur Kenntnis nehmen. Okay, also mit anderen Worten, bei SPD und Linke zu viel Lehrer, zu viel Soziologen, zu wenig Kontakt zur Bevölkerung. Ja, früher haben wir gesagt, zu wenig Arbeiter. Aber das ist einfach so. Das ist ganz offensichtlich, wenn man ihnen zuhört beim Reden, hat man den Eindruck, ihnen ist jetzt allgemein. Mhm. Sie können sich nicht mehr in die Lage derer versetzen, die... jetzt sage ich mal, mit 800, 900 Euro oder so im Monat auskommen müssen. Sonst würden Sie nicht so reden, wie Sie reden. Mhm.
Heißt das, dass die Linke insgesamt bestimmte Begriffe und Themen, Heimat, deutsche Kultur, Nation, fälschlicherweise der Rechten überlassen hat? Ich bleibe mal bei der Nation. Da ist es so, dass viele, also in Deutschland ist die Diskussion ganz anders als in anderen europäischen Ländern, weil die Deutschen mit Nation irgendwann dann auch Nationalsozialismus und Hitler oder was weiß ich assoziieren, was natürlich völliger Blödsinn ist. Sie können das an Folgen sehen. Der Satz, wir dürfen nicht zum Nationalstaat zurück, fällt in Diskussion. Der ist logisch leider ja, völliger Unfug, denn selbst die Kommission sagt, es müssen Aufgaben zum Nationalstaat zurückgegeben werden. Das ist diese Berührungsangst vom Nationalstaat. Das Entscheidende ist, dass der Nationalstaat weitgehend identisch ist mit dem Sozialstaat. Und wenn dann in der Linken, was heißt Linken, also Leute, die sich fälschlicherweise als links verstehen, erzählt wird, der Sozialstaat ist eine nationalistische Verirrung, wir müssen ihn öffnen für die ganze Welt, dann mag das also in Studentenzirkeln diskutiert werden, ohne dass jemand aufschreit. Aber die Arbeiter am Fließband, die sagen, die da haben sie nicht mehr alle. Also das Wichtigste ist eben, dass wir erkennen, dass der Besitz oder die Sicherheit der Menschen der Sozialstaat ist und um den geht es. Und zurzeit ist der Sozialstaat auf nationalstaatlicher Ebene organisiert. Und die Vorstellung, es würde besser werden, wenn Herr Juncker den Sozialstaat verwaltet, die ist also denkenden Menschen nicht so ohne weiteres vermittelbar. Wie weit gehen Sie denn da mit Ihrer Kritik? Ist zum Beispiel auch die Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union falsch? Also müsste man auch irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dass aus Bulgarien und Rumänien nicht so viele Menschen nach Deutschland kommen, Ihrer Ansicht nach? Wir haben dieses Thema ja schon diskutiert, als ich in der Regierungspartei SPD war. Da ging es ja eben um die Zuwanderung etwa von Polen und so weiter. Und da gab es ja Fristen, jahrelange Fristen, weil man das Problem gesehen hat. Und jetzt beim Brexit spielte das eine große Rolle, indem eben die gerade die Leute mit geringem Einkommen gesagt haben, die Zuwanderer sind unsere Konkurrenten um die Arbeitsplätze. Deshalb hat auch Corbyn in dieser Frage gesagt, er würde also jetzt nicht eben die totale Niederlassungsfreiheit akzeptieren. Das ist ganz wichtig, was wenig bekannt ist in Deutschland. Allerdings sage ich, jetzt können wir das Thema, das ist zu spät, das Thema wieder aufzurollen. Aber deshalb sollten wir nicht eben die Position beziehen, immer mehr, immer mehr, immer mehr und aus der ganzen Welt. Jetzt nehme ich einmal die Position von Katja Kipping ein. Der Oscar Lafontaine verrät alle Prinzipien, die der Linken heilig sind. Ja, und ich habe den Vorwurf ja zurückgespielt und gesagt, linkes Grundprinzip ist, dass man dort hilft, wo die Not am größten ist. Und das ist in den Hungergebieten, in den Armutsgebieten. Und da werden die Milliarden nicht eingesetzt. Hier, so sagt die Migrationsforschung, etwa was Syrien angeht, kommt der Mittelstand aus Syrien und dort werden eben die Gelder eingesetzt. Das ist für mich keine linke Position, immer mit der Einschränkung, dass wir natürlich verpflichtet sind, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Jetzt richten wir mal den Blick nach vorne. Sie gemeinsam mit Ihrer Frau Sarah Wagenknecht haben vorgeschlagen, wir brauchen angesichts der generellen Krise der Linken eine linke Sammlungsbewegung in Deutschland. Was bitte ist das? Das heißt, wir haben bisher versucht, eine sogenannte rot-rot-grüne Koalition auf den Weg zu bringen. Nun können Sie also die Zahlen addieren und das haben Sie ja vorhin getan. Das ist also auf absehbare Zeit wohl kaum möglich. Dazu kommt, dass wird zu wenig beachtet, dass die Grünen und die Sozialdemokraten sich massiv verändert haben. Die Grünen, die ich ja erlebt habe von Anfang an, waren damals nur eine Partei, die das Wirtschaftssystem in Frage gestellt haben. Sie haben gesagt, mit diesem Wirtschaftssystem können wir die Umwelt nicht bewahren. Das ist weg. Die Sozialdemokraten waren zu Zeiten Willy Brandt und auch zu Zeiten meines Vorsitzes eine ganz andere Partei. Ich habe die Programme ja mitformuliert. Sie haben zum Beispiel im Godesberger-Programm, das immer wieder erwähnt wird, haben Sie gesagt, Krieg ist kein Mittel der Politik, davon sind Sie weg. Sie haben gesagt, wir müssen den Sozialstaat aufbauen. Stattdessen hat die Regierung Schröder den größten Sozialabbau nach dem Kriege betrieben. Zitat FAZ, nicht mein vernichtendes Urteil. Und das müssen wir alles beachten. Insofern brauchen wir eine Erneuerung. Und die kann mehrere Formen annehmen. Es war ganz bewusst die Absicht, von mir beispielsweise keine Form vorzugeben, weil das wäre anmaßend. Ich habe verwiesen auf Corbyn, der hat es innerhalb einer Partei geschafft, allerdings auch mit dem Sammeln über Internet und so weiter oder über die sozialen Medien von neuen Mitgliedern. Das ist ein großer Erfolg.
Oder ich habe verwiesen auf La France Insoumise meines Freundes Mélenchon, der eben auch über eine Plattform eine neue Bewegung aufgebaut hat. Ich habe auch verwiesen über Podemos und so weiter und so weiter. Aber dass es jetzt so nicht mehr funktioniert, das sieht man doch. Und was ist denn der Sinn von Politik? Der Sinn von Politik ist, ich sage es mal ganz einfach, dass in unserem Land die sozialen Leistungen besser sind, die Löhne besser sind und die Renten besser sind. Mal ganz einfach gesagt, da müssen wir sagen, da haben wir nichts erreicht. Aber also muss ich überlegen, was muss ich denn tun, um was zu erreichen? Nur, ich muss mal einhalten. Wenn Sie jetzt sagen, ich mache eine linke Sammlungsbewegung, da verstehe ich doch, dass Sie über das Spektrum der Linkspartei das hinausgreifen wollen. Aber wenn Sie jetzt immer nur das Programm der Linkspartei hier sagen, dann greifen Sie ja nicht über das Programm der Linkspartei hinaus. Also Sie müssen doch auch dann Teile der Sozialdemokraten, Teile der Grünen zu sich ziehen. So habe ich das zumindest verstanden. Und dann müssen Sie doch auch Kompromisse machen. Dann müssen Sie doch im Extremfall, sage ich, auch Wolfgang Clement und Gerhard Schröder wieder auf Ihre Seite kriegen. Nein, das müssen wir nur gar nicht. Denn die Positionen, die wir vertreten, und das ist ja das Überraschende und geht ja wieder zu Ihrer Eingangsfrage zurück, die Positionen, was Löhne, Renten, soziale Leistungen angeht, werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung geteilt. Das Interessante ist ja, es gibt im repräsentativen System Bundestag keine Abbildung dieser Mehrheit. Wir haben ja, und das steht ja selbst im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, da habe ich gelacht, als ich das gelesen habe. Ich dachte, wer hat denn das denn reingeschrieben? Wir haben eine Situation, dass nur die Gesetze eine Chance haben, die den oberen 10.000 zugutekommen. Die anderen Gesetze haben kaum noch eine Chance. Beweis, die jüngsten Koalitionsverhandlungen, wenn Sie sich mal heute angucken, für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, was auf den Nachdenkseiten ein Fachmann geschrieben hat zu der Grundrente, die angeblich ein großer Erfolg ist. Da sehen Sie, dass sich irgendwie soziale Verbesserungen einfach nicht mehr durchsetzen lassen. Unter anderem auch, weil das Denken der Beteiligten so verformt ist über viele Jahre, dass sie gar nicht mehr auf die Idee kommen. Ich sage dann, mich hat ein Sozialdemokrat gefragt, was sollen wir denn machen? Ich habe gesagt, schreibt das Rentengesetz von Österreich ab, das dürfte nicht so schwer sein. Und dann hebt er die Hand. Mehr müsst ihr nicht machen. Und ihr habt sofort wieder einen Aufzug an Wählerstimmen. Wirklich. Mehr müssen Sie nicht machen. Sie haben ja ganz bewusst nicht gesagt, wir brauchen eine linke Sammlungspartei. Sie haben gesagt, wir brauchen eine linke Sammlungsbewegung. Heißt das, traditionelle Parteien haben ausgedient? Oder was wollen Sie damit ausdrücken, dass Sie sagen, Bewegung statt Partei? Ganz bewusst wollte ich keine konkrete Form vorgeben. Und es ist ja auch zu beobachten, dass das traditionelle Parteiensystem in Europa im Umbruch ist. Ob Italien oder Spanien oder Frankreich oder so. Ich gucke, wenn ich solche Vorschläge mache, nicht nur auf Deutschland, sondern schaue eben auf die anderen europäischen Länder, in denen ich mich etwas besser auskenne. So, und da ist das im Umbruch. Und deswegen sage ich, wir müssen einen Neuanfang versuchen. Und der kann auch von Land zu Land verschieden sein. Wir haben über Corbyn gesprochen. Vielleicht geht das in dieser Form mit dem handelnden Personal in Deutschland nicht. Ist ja ein Problem der SPD. Wer ist dort Corbyn? Ja. So, dann muss man eben versuchen, eine andere Form zu finden. Deswegen habe ich auf Frankreich verwiesen. Die SPD ist aber noch nicht so weit wie die Parti Socialiste, die ja dann geschrumpft ist auf 7% in der Größenordnung. Geht noch weiter nach unten. Ja, ich will ja nur sagen. Aber da bei der SPD, um das zum zweiten Mal dazu sagen, weil mir das so wichtig ist, was ich nicht verstehe, ist, dass man auf die Wähler nicht hört. Man kann ja alle anderen sagen, die wissen nichts. Aber die Wähler, die braucht man doch. Ja. Wer unterstützt Sie bei dieser linken Sammlungsbewegung außer Sarah Wagenknecht? Es gibt Resonanzen, die also auch in den sozialen Medien festzustellen sind. Da gibt es eine beachtliche Zustimmung. Also derjenigen, die sich melden, das sind nicht ein paar hundert, das geht in die Tausende oder so, die also dann sagen, das ist eine sehr gute Idee. Wir werden angesprochen, also ich werde angesprochen, wenn ich irgendwo mich aufhalte und Leute mich ansprechen auf diese Bewegung. Das Problem ist, dass etwa in den Führungsetagen der SPD oder in der Grünen oder so das klassische Denken also der etablierten Partei vorherrscht und die interessieren sich dafür weniger. Haben Sie Andrea Nahles schon mal angerufen und gesagt, wäre es nicht eine Idee? Andrea Nahles hat das ja sicherlich zur Kenntnis genommen, aber ich glaube, der erste Schritt, den sie machen müsste, wäre der zu sagen, es kann so nicht weitergehen. Aber sie erweckt überhaupt nicht den Eindruck, dass ihr selbst die 16%, die jetzt da gemessen werden, die Botschaft vermittelt haben, du musst dich ändern. Ja, das Programm muss sich ändern. Mal, wenn Sie eine Sammlungsbewegung machen wollen, dann können Sie doch nicht immer nur sagen, meine Politik ist richtig und die andere ist falsch. Dann müssen Sie doch irgendwo zeigen, ich bin auch zum Kompromiss fähig. Ja,
das ist wiederum etwas anderes, ja. Der Kompromiss, weil den Kompromiss haben Sie ja formuliert auf die neoliberale Politik. Mein Gegenargument war ja, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Positionen für richtig hält, die wir für richtig halten. Jetzt können Sie wieder zurückfragen, warum setzt es sich nicht durch? Aber entscheidend ist, das ist ja gemessen. Hm. Wenn Sie sagen, wollen Sie also die Rentenform von Österreich oder wollen Sie die jetzt nicht zerstörte Rentenformel, brauchen Sie gar nicht zu fragen. Sie kriegen die Antworten. So, wir sind dabei im Anfang jetzt. Wir haben die Diskussion in Gang gesetzt und ich bin ganz froh darüber, dass Sie in der Sendung, sage das ohne, also einfach, weil es so ist, dass Sie darauf zurückkommen. Der Spiegel hat einen Titel darüber gemacht, die Zeit hat das Thema aufgegriffen. Das muss ja in Gang kommen, das ist jetzt in Gang. Und Sie können davon ausgehen, dass ich selbstverständlich mit meinen Möglichkeiten Gespräche führe. Nur das Ganze muss ja irgendwann dann zu einem Ergebnis gebracht werden. Und es war ja auch schwer, das in der eigenen Partei zu vermitteln. Am Anfang haben die sofort wieder gedacht, alle ihre, was weiß ich, Besitztümer stehen in Frage. Jetzt hat sich die Diskussion etwas entspannt. Jetzt gibt es auch andere führende Politiker, die von Sammlungsbewegungen sprechen. Insofern muss das jetzt einfach weiter getrieben werden. Das ist meine Antwort. Solche Bewegungen waren in letzter Zeit vor allem dann erfolgreich, wenn es eine charismatische Person an der Spitze gab. Das ist bei Podemos so, das ist in Frankreich bei Macron der Fall, das ist in Österreich auf der anderen Seite des politischen Spektrums bei Kurz der Fall. Wer könnte diese Person auf der Linken sein? Ich mache ja auch gleich mal einen Vorschlag. Wir nennen das ganze Team Sarah oder Liste Sarah Wagenknecht. Ja, das ist ja ein Vorschlag, der insoweit begründet ist, als meine Frau eben ziemlich hohe Zustimmungswerte hat, zumindest im Bereich des linken Spektrums. Aber wir haben von Anfang gesagt, es wäre natürlich völlig dumm, jetzt zu sagen, also wir haben jetzt eine Bewegung, das ist eine Bewegung, wo an der Spitze diejenige steht, die das mitträgt. Nein, wir sind der Auffassung, da müssen mehrere zusammenkommen, die eben bereit sind, das mitzutragen. Und dann muss man sich darüber unterhalten, wie man das Ganze organisiert. Es gibt immer zwei Dinge. Einmal die Inhalte. Zum anderen haben Sie völlig recht, auch das Führungspersonal. Das ist in linken Parteien immer schwer zu vermitteln. Aber das war ja auch so, als wir die Linke gegründet haben, wenn damals eben auf der Seite der ehemaligen PDS Herr Biske und Herr Gysi nicht bereit gewesen wären zu sagen, wir sind interessiert dran. Mhm. Und wenn ich damals als ehemaliger SPD-Vorsitzender nicht gesagt hätte, ich mache das zur Bedingung meiner Kandidatur, wäre es überhaupt nicht zustande gekommen. Insofern ist das immer beides, inhaltlich und inhaltliche Fragen müssen stimmen und die Personen müssen sich finden. Wie arbeiten Sie und Ihre Frau denn zusammen? Entwickeln Sie solche Konzepte, zum Beispiel die linke Sammlungsbewegung, zusammen, gemeinsam? Ja, wir sitzen, wie wir jetzt zusammensitzen beim Frühstück und reden auch über Politik, selbstverständlich. Weil das ja eben unser Leben ist, die Politik. Aber dann kommen irgendwelche Ergebnisse, das ist klar. Nur die Idee, dass das so nicht weitergehen kann, das ist ja jetzt auch der Erfolg dieser Diskussion. Das ist ja nun keine Idee, die nur uns kommt. Ja. Es sind eine ganze Reihe von Leuten, die jetzt sagen, ja, ihr habt doch recht. Wir können ja nicht da so mit so einem 30%-Potenzial jetzt versuchen, irgendetwas zu ändern. Mich würde mal interessieren, Sie waren Ihr ganzes Leben ja ein politisches Alpha-Tier. Wie schwer fällt es Ihnen denn jetzt, das Ganze aus der mehr Zuschauerperspektive aus Saarbrücken zu betrachten? Zunächst ist es ja schwierig, wenn man eben, das habe ich ja erlebt, als ich zurückgetreten bin als Finanzminister, also von dieser Ebene jetzt sich völlig zurückzieht. Das ist ein Umstellungsprozess, der auch Kraft abverlangt, das zu bewältigen oder so. Da war das durchaus, hatte ich eine Zeit lang gebraucht, um mich da neu zu orientieren und neu einzustellen. Als ich dann krankheitsbedingt auch mich von der Bundesebene der Linken zurückgezogen habe, da war das weniger problematisch. Und Sie haben einmal gesagt, darf ich das zitieren, das Leben hat mir zwei Warnschüsse erteilt. Ja. Einmal bei dem Attentat, Messerattentat 1990 und dann die Krebserkrankung 2009 war es, glaube ich. So, und heute, wie gesagt, sehe ich da kein großes Problem, muss ich mal sagen. Ich habe ja nicht mehr den Ehrgeiz, deswegen kann ich mich ja auch freier äußern als andere, irgendwelche Karrieren zu machen oder irgendetwas für mein Ego zu tun, sondern ich kann mich äußern. Und was eben bleibt, das haben Sie auch angesprochen, ist das politische Engagement. Da habe ich gesagt, selbst ich im Krückstock gelaufen oder so. Politisch engagiert werde ich immer noch sein. Es ist ja immer schwierig, wenn ein Ehepaar ist und beide haben eine wichtige Rolle in dieser Partei.
Halten Sie sich auch bewusst etwas zurück, um die Karriere Ihrer Frau in der Linken nicht zu gefährden? Weil sonst gibt es ja immer Leute, die sagen, der Oskar, der zieht via seine Frau immer noch die Strippen. Ja, wir haben sehr viele Angebote, in Talkshows gemeinsam aufzutreten, gemeinsam Bücher zu schreiben, Aufsätze zu schreiben. Das machen wir bewusst nicht. Wir wollen ja gerade nicht, dass diese Tour gemacht wird. Da ist ein Pärchen, das zieht dieselbe Show oder dieselbe Nummer ab. Und da gab es ja dann auch Versuche, eben entweder mir zu unterstellen, ich sei also, was weiß ich, der Hanswurst meiner Frau oder umgekehrt, meine Frau würde von mir gesteuert. Da müssen wir gegenhalten, das tun wir auch, aber wir können es natürlich nicht ganz wegdrücken, weil das ist nun mal so, es ist nicht so leugnen, dass wir verheiratet sind, das ist so. Sind Sie stolz auf Ihre Frau? Ja, selbstverständlich. Sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht zusammen. Wie viel Mut mussten Sie eigentlich aufbringen, nochmal zu heiraten nach immerhin 3 Scheidungen? Ja gut, ich weiß nicht, ob man da viel Mut aufbringen muss. Ich meine, es ist nicht die Konvention lange Zeit gewesen, insbesondere in meiner Jugend nicht. Heute ist das ja ganz anders. Und heute gibt es ja auch ein Argument, dass es besser ist, eben neue Partnerschaften dann auch offiziell einzugehen, als ständig fremd zu gehen. Also das wäre ja nun ein weites Thema. Die größten Fremdgeher der Nation stellen sich dann vor die Kamera und sagen, ich bin doch eine Lichtgestalt, was mein Eheleben angeht. Könnte Namen nennen, tue ich aber nicht. Was macht das Ehepaar Wagenknecht-Lafontaine, wenn Sie mal nicht über Politik reden? Ja, wir haben ja viele Gemeinsamkeiten. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Brecht hat sich mal so geäußert, wir haben beide, fahren wir gerne Fahrrad, machen halt lange Fahrradtouren. Ich habe mal gehört, am Anfang haben Sie ein E-Bike gebraucht, um mit Ihrer Frau mitzuhalten. Ja, stimmt das? Ja, und jetzt immer noch E-Bike? Nein, oder? Muss ich jetzt nicht mehr. Ich habe es also geschafft, soweit mich fit zu machen, dass ich da mitkomme. Wir machen ja auch lange Strecken. Wie viel fahren Sie am Tag, wenn Sie da mal fahren? Wir fahren 100 Kilometer schon, ohne also anzugeben. Das fahren wir ohne Problem. Aber wir gehen auch gerne Pilze sammeln, um ein anderes Hobby zu nennen. Die Pilzezeit kommt jetzt bald wieder. Alle Pilzekenner wissen, dass jetzt bald die Morscheln kommen. Beispielsweise die Literatur, also außerhalb des Politischen, interessiert uns. Also wir haben genug Gemeinsamkeiten außerhalb des Politischen. Denn wenn wir nur über Politik quatschen würden, das wäre vielleicht auch etwas einseitig. Haben sich bei Ihnen persönlich auch die Prioritäten ein bisschen verschoben? Also die Politik nicht mehr ganz so alleine dasteht, dafür auch ein bisschen schönes Leben, Frankreich, Essen? Also eigentlich war ich immer so ein Doppelwesen. Auf der einen Seite hoch engagiert politisch, auch schon in meinen jüngeren Jahren. Auf der anderen Seite hatte ich immer die Sehnsucht, ein anderes Leben zu leben. Aus dieser Situation bin ich eigentlich nie rausgekommen. Nur heute habe ich es leichter, das andere Leben auch zu leben. Wenn Sie zurückblicken auf Ihr politisches Leben, sind Sie zufrieden mit dem, was Sie erreicht haben? Oder haben Sie das Gefühl, das ist am Ende immer alles dann doch unvollendet geblieben? Ja und nein. Ja, weil ich natürlich, Sie kennen ja auch Saarbrücken, ich brauche ja nur durch die Stadt zu gehen, da sehe ich vieles, was eben zu meiner Zeit als Oberbürgermeister angestoßen und realisiert wurde. Oder durch das Land, da kann ich auch vieles erzählen, das war ja eine lange Zeit. Und auf Bundesebene ist die Bilanz sehr gemischt. Auf der einen Seite gab es eben zu Beginn etwa auch der rot-rot-grünen Koalition noch eine Reihe von Entscheidungen, die bis zum heutigen Tag halten. Ich sage manchmal, noch Facharbeiter, wisst ihr eigentlich, dass die Steuerfreiheit der Nacht- und Schichtzuschläge beispielsweise durchgekämpft worden ist? Denn die Regierung Kohl wollte das ja alles abschaffen, also die Steueroasen des kleinen Mannes. Auf der anderen Seite bin ich natürlich enttäuscht, dass der Kampf um mehr soziale Gerechtigkeit, um den geht es ja, dass der also in den letzten Jahren auf der Verliererstraße war. Das ist einfach so, darüber kann man sich nicht hinwegtäuschen. Aber ich bin nie in die Politik gegangen, in dem Bewusstsein, es wird alles glatt gehen, du wirst also nur auf der Erfolgsstraße dich bewegen, du brauchst ja nur Biografien irgendwelcher Leute zu lesen, dann weiß man, das Leben ist ein Auf und Ab. Das war der Dialog heute mit Oskar Lafontaine. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schönen Abend.